Was ist passiert? Ingo hat Schmerzen und Jens ist in der Nähe. Was macht er jetzt? Ernsthaft. Den langen Weg macht er. Na, soll er mal. Kalkstein. Sandstein. Haben wir noch nicht. Elbi? Elbi schon gemacht? Sandstein. Sehr gut. Leute, wir können jetzt Sandstein-Dinger machen. So. Da. Ja, ich weiß, dass wir zu wenig haben. Elbi arbeitet dran. Und aus was wird das hier gemacht? Aus Sandstein. Ach, deswegen haben wir keinen Sandstein mehr. Weil wir hier alles aus Sandstein. Ach, gut, da ich gesagt habe, dass der jetzt hier Sandstein verarbeiten soll. Mann, 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 Mann. Aber wir haben auch keinen, der. Wo. Ich bin am Forschen, okay. Wer war nochmal. Noch. Der Schneider, tapfere Schneiderlein. Sepp. Sepp schläft. Dann machen wir seinen am einen anderen Tag. Machen wir es morgen. Dann wird Sepp uns mal schnell die Baumwolle verarbeiten. Was ist eigentlich mit unserem Gras? Noch nicht fertig. Dann kann Elbi auch anfangen. Wir haben kein Essen. Wird Zeit, dass unsere Ernte mal fertig wird. Dann gucke ich mal, ob wir hier was ernten können. Naja, gerade nicht so viel. Sieht wirklich nicht nach sehr viel aus, was wir haben zum Ernten. Oh, ein Mist. Naja, aber verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Da ist ein Eichhörnchen. Männlich. Ist Timberbusch. Schön. Das Eichhörnchen ist unser Himberbusch weg. Abhacken. Hier haben wir bestimmt noch Holz zum Abhacken. Genau. Macht das mal bitte. Was hat das. Was hast du gerade gegessen? Training. Wurde von Ingo trainiert. Ach. Nahrungsmangel. Nein. Was ist denn so ein Waschbär? Nahrung. Früchte, Fleisch, Samen, Pflanzen, Trockenfutter. Wir müssen unbedingt schnell das Heu fertig machen für das Trockenfutter. Was ist denn das? Kartoffeln. Ja! Unsere Kartoffeln kommen. Und Elbi macht daraus gleich was zu essen. Sehr gut. Zu unseren Tieren. Wir haben ganz viele Küken. Das Eichhörnchen. Bedürfnisse, Training, Körper. Eichhörnchen geht's gut. Training. Kann man nicht trainieren. Wäre aber cool.
Zu unserem Waschbär. Ingo hat ein Waschbär und ein Eichhörnchen. Den Waschbär geht jetzt gut, okay. Geht nicht, aber wir können Leine losmachen. Machen wir mal. Beim Eichhörnchen geht es auch und es ist beides Ingo. Ich würde sagen, Nina. Nina schnappt sich das Eichhörnchen und Ingo macht den Waschbär. Ah, hier wird gearbeitet. Sehr gut. Dann können wir jetzt sagen, Anbauzone. Stopp. Und da packen wir Kaffee. Ich will Kaffee. Nein. Was nehmen wir denn? Tobacco? Kanna. Ganz klar, wir bauen Kanna. Nein. Wie bauen denn hier oben Cannabis an? Na komm, jetzt. Ah, danke. Beim nächsten Mal wird hier Cannabis angebaut. Hier machen wir auf. Moment. Reisende sind unterwegs. Gut. Tee, Kaffee. Eigentlich Kaffee, ja, aber wir müssen Weizen anpflanzen auf jeden Fall. Da muss Weizen ran. So, Ingo isst erstmal was und ist dabei, unseren Weizen anzupflanzen. Sehr gut. Elbi kocht fleißig, das ist gut. Was macht Sepp eigentlich? Glättet den Boden. Wo denn? Ach, das machen die hier. Nee, 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 nee. Sepp. Mach mal bitte. Wieso haltest du immer noch so auf ultraschnell? So. Mach mal hier ein bisschen. Bereit. Weil ich glaube, das braucht Stoff. Genau. Dann haben wir bald einen Billardtisch, wenn du damit fertig bist. Essen haben wir jetzt 66. Das ist echt eine Menge. Da, was? Das Hühnchen frisst. Was? Das kleine Vieh hat eine ganze Portion gefressen. Willst du mich verarschen? Die Hühner fressen uns die Dings vom Kopf. Leck mich am Arsch. Ah, darauf freue ich mich schon, wenn wir Heu machen können. Weil dann werde ich das hier mit Heu ausstatten. Komplett. Freuen sich die Viecher. Oh. Wir wollten aber Heu zum Essen produzieren machen lassen. Und Schlachten. Aufgabe. Nein, das geht nicht. Das geht aber hier. Schlacht. Genau, Trockenfutter produzieren. Details. Dafür braucht man
Aus Fleisch und pflanzlichen Zutaten. Da groß essen. Oi. Groß essen. Komm, mach einfach Tierfutter. Und dann fressen die uns hier nicht das ganze Zeug weg, denke ich mal. Da ist noch ein Küken wach, okay. Ach, hier wird schon angepflanzt. Ah, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Dass er jetzt die Baumwolle hier wegmacht, aber okay, dann ist es halt so. Wir könnten doch. Warum sind da Kartoffeln in der Mitte? Willst du mich verarschen? Da ist erstmal was gut. Elbi. Elbi betet. Ich bete zu den Göttern. Lass es regnen. Nein. Was machst du? Felsbrocken. Willst du nicht? Kann da wirklich kein Tierfutter herstellen oder brauche ich wirklich erst Heu? Bin Aloe. Was kann ich jetzt aus den Aloe machen? Aloe verdirbt. Das muss auch in den Kühlschrank. Wo finde ich denn jetzt Aloe? Oder Medizin? Ja, Medizin muss da leider auch rein. Aloe. Tut mir leid. Muss sein. Da ist Aloe. Wir mal kurz. % Heilpotenzial. Ich würde schon fast sagen, wir brauchen mehr von den Aloe Vera Pflanzen. Oder sagen wir erstmal die Beeren weg? Denn haben wir erstmal nur Kartoffeln und Weizen später. Gibt es auch noch was anderes? Moment. Gib. Nee, na. Ah. Genau. Kann auch normales Gras. Genau. Gut. Und Heilwurzel, das ist doch das Standardding. Könnten wir ja theoretisch das hier, wenn es fertig ist, wegmachen. Und dann kommt da die Heilwurzel hin und da ist den Aloe Vera. Wir haben doch jetzt Stoff, oder? Menschenhaut. Wo ist unser Stoff hin? Moment. Oh. Wo ist unser Stoff? Da.
auch gar nicht. Wir haben 20 erstmal. Sepp. Ich will auch mehr Stoff. So. Oh. Oh. Was kommt denn hier an? Da bin ich mal gespannt. Feuer! Feuer! Nü, unser Heu brennt! Macht es schnell aus, unser Heu! Da unten brennt es auch. Ingo! Es brennt! Bestimmt nicht in Heimatzone. Muss ich ganz schnell machen. Weil nicht, dass es hier alles wegbrennt. Heimatzone, Heimat. Feuer, Ingo. Es brennt. Mache schnell aus. Da unten auch. Stopp. Muss es jetzt hier gerade stürmisch sein? So, ist kein Heimatgebiet mehr. Das auch nicht. Weg damit. So. Kati. Special Aufgabe für dich. Das kommt erstmal weg. Rede mal mit ihr. Und mach uns mal einen guten Preis. Vielleicht hat sie ja was, was wir holen können. Oh, die nehmen sogar unsere Küken. Die haben sogar ein Rentier. Also hier gibt uns Katja auf jeden Fall einen richtig guten Preis. Ja, schwierig. Wir haben 251 Bauteile. Wir haben ein paar Küken verkaufen. Sind vier, dann haben wir noch vier von denen und zwei männliche. Ein männlicher kann ruhig auch mit weg. So viele männliche Viecher brauchen wir ja nicht. Die wichtigsten sind ja die weiblichen. Würde uns denn 74 geben? Können wir noch irgendwas verkaufen? Außer Bauteile. Wir haben bionisches Bein. Ja, nein. Aber ich sehe hier gerade Skulpturen. Ein taktischer Computer. Nein. Ich würde sagen, das war's erstmal. Verkaufen wir ein paar Hühner. Unsere Küken. Das passt schon. Wir kriegen ja bald wieder etliche neue. Würde sagen, 74 Ocken ist Artefakt. Katja hat ein Artefakt gefunden. Kati hat ein Artefakt gefunden. Was machst du? Artefakt aktivieren. Was ist das? Aus einer, wenn ich das. Mir kribbelt schon. Moment.
Ich glaube, wir müssen erstmal abspeichern.